So, Ladies and Gentlemen, Boys and Girls, was geht ab, wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's allen gut soweit. Ich hoffe, ihr habt das Wochenende bis dato wirklich gut überstanden und seid vor allem gesund geblieben, denn das, wie ihr wisst, ist nach wie vor die Hauptsache und das einzig Wichtige. Freunde, wir kommen jetzt zu JGiggy. Schöne Grüße gehen raus am lang her. Ich bin sehr gespannt. Kurz vorab, alles, was ihr ab jetzt seht, ab diesem Samstag, ist vorproduziert, da ich am Freitagabend in Urlaub fahre. Oder jetzt schon gerade dort bin, ne? Ich wünsche euch alles Gute, ein wunderschönes Wochenende, einen wunderschönen Urlaub. Wenn ihr gerade irgendwo Urlaub macht, genießt die Zeit auf jeden Fall. Verbringt die Zeit mit Freunde, Familie, ne? Vorzugsweise, weil, ja, bleibt nicht für immer, ne? 3 Minuten 32, like und support us, come on. Inbeatables hat hier mal wieder produziert. Inbeatables ist er und Spoofy, ne? Will ich nur mal klarstellen nochmal. Also glaube ich zumindest. Ja, müsste so sein. Lang her, ich bin sehr gespannt. Wenn euch das Video gefällt, aber nur wenn es euch gefällt, supportet mich auf jeden Fall. Würde mich mega freuen. Wir starten direkt rein. So, falls jetzt welche fragen, bist du 3 Wochen nicht da? Gibt's überhaupt Videos? Ja, für Videos ist gesorgt. Wir haben uns das komplette Zuhälter-Tape 4 von Kolle reingezogen. Jeden Tag oder jeden zweiten Tag wird davon ein Video kommen. Versprochen. 3.32, JGiggy, lang her. Wird's ein bisschen was Deeperes, Emotionaleres. Würde ich fühlen. Obwohl mich diese Zeit in der ganzen, und der ganze Konsum psychisch hart hops genommen hat und letzten Endes in mehrere Kliniken katapultiert hat. Sie bleibt unvergessen. Okay. Stimmt, stream das Ding auf Spotify. Ganz wichtig, support es, come on. Manchmal blutet mir mein Herz. Es ist so lang her. Nice, wie er das so ein bisschen rausschreiben. Oh, sind so ganz alte. Ey, fühle ich, ne? So ganz alte Aufnahmen. Generell so ein bisschen was Reflektierteres, wo er so ein bisschen seine Vergangenheit wieder hochholt und uns ein bisschen teilhaben lässt. So. Ist nicht selbstverständlich, definitiv nicht. Yeah. Es gibt Künstler, die 10 Jahre lang nur über Ferrari, Mercedes, Koks und Frauen rappen, so. So wie Jamie Buddy, Ploma mein Big Ben Stefani. Okay, ich feier es nicht so ganz, wenn er direkt auf die 1 anfängt. Feier ich nicht so krass. Bully so wie Jamie Buddy, Ploma mein Big Ben Stefani. Der Drunk ist da auf jeder Party mit Pep in der Nase, mi Friendo so war ich. Mi Friendo so war ich, der Drunk ist da auf der Party mit Pep in der Nase. Boah, Digga, ich glaube auch so, wie er schon gesagt hat, ne, die bleibt unvergessen. Es war auf jeden Fall, gerade auch so, wann war das so? Wann, ich würde es. JGiggy, boah, ich möchte jetzt nicht falsch schätzen, altersmäßig. Ich schätze mal so um die 05, 06 war das bestimmt, oder? Wie Friendo so war ich, Bad Boy wie Puff Daddy. Hier oben steht's doch, was war da? 10.07.05, ach du Scheiße, da konnte ich gerade laufen. Baby Puff Daddy, Player, ich klär deine Lady. Fickerei mit dieser Jön. Glaubst du nicht, frag diesen Kevin. Glaubst du nicht. Welcher Kevin? Wenn man da irgendwie seinen Lebenslauf komplett studiert haben muss, um irgendwelche Lines zu checken, sorry, da bin ich raus, Dicker. Welcher Kevin, Bro? Frag diesen Kevin. Glaubst du nicht, frag diese Dennis, auch wenn diese Jungen sagt, ich würde nur Lügen erzählen, von wegen der Janis hat viele Probleme, ist krank in seinem Kopf und weiß nicht, was er redet, egal. Everyday Hustle, Andi fälscht Geld mit Fotokopie, ich geh. Andi fälscht Geld mit Fotokopie. Ist nice. Fälscht Geld mit Fotokopie, ich geh in Penny und werde beim Rippen erwischt von ein paar Schokorosinen. Von ein paar Schokorosinen. Fotokopie, Schokorosinen. Real Talk, Alter, kiffen zu 6 in einem 5-Sitzer. Nice, ey, dick. Ey, ich will hier, er natürlich auch nicht, aber keine Drogen verherrlichen, so, ne? Keine machenden Drogen an der Stelle. Zum Glück bin ich davon größtenteils immer verschont geblieben, so. So Gott wollte einfach, aber es gibt halt teilweise Leute, wie auch er, die halt hart darunter gelitten haben und teilweise auch die Kurve nicht bekommen haben. Bei ihm ist es jetzt so ein Paradebeispiel, aber so ein Ding, wie du es halt von sehr, sehr weit unten in dem Konsum, in dieser ganzen Spirale so irgendwann rausschaffst und jetzt, ne, so Gott wollte, eine gesunde Familie hast und so weiter. Es ist krass. Ex in einem 5-Sitzer, Iberhasch kommt mit einem Polizeiteam. Olli steht schief, bis er ohnmächtig wird. Paranoia extreme wegen Hose voll Weed. Olli steht schief, bis er ohnmächtig wird. Gänsehaut wegen Pepkicks. Nachts auf dem Spielplatz mit Tanzwasser. Bonk smashen zum Runterkommen und ein Jägermeister als Absacker. Aber wie er das erzählt, so, natürlich, man hat durch das Sample generell so, ne, bisschen diese, auch wie er erzählt und so weiter, bisschen dieses melancholische, emotionale drin, aber trotzdem
erzählt er das geil und auch verständlich so, finde ich cool. Als Absacker. Ach was, Digga, laber nicht. Da hat er noch Haare gehabt, wa? Hat sich jetzt irgendwie ein bisschen geändert, ne? Unten mehr, oben weniger so. Es ist so lang her. Manchmal blutet mir mein Herz. Doch ich kann nicht mehr mit euch sein. Und wenn ich scheiße, es ist so lang her. Manchmal blutet mir mein Herz. Hat er mal so, also erstmal super schöne Hook, hat mich auf jeden Fall, der hat mich damit auf jeden Fall, ne? Der hat, so generell, diese Songs leben ja auch von den Parts, wie er erzählt, was er erzählt, da möchtest du wirklich zuhören, so, aber Hook geht auch und so, es ist so lange her und die Bilder dazu, ne? Gerade so, er hat sich alles so um 05, 06, 07 so, überleg mal, das sind jetzt 15 Jahre so, er hat es jetzt da rausgeschafft, hat er im Stream schon mal irgendwie darüber erzählt, so? Also nicht sein Werdegang, aber wo er schon überall war und so weiter, würde ich unglaublich gern so. Ich hocke nicht in jedem Stream dabei und schaue von Anfang bis Ende so. Ich habe auch noch Sachen zu erledigen, aber ich würde es gerne mal so ein bisschen mitkriegen. Wieder zum Edeka latschen, Baggy Panther, die Socken. Die Jungs auf der Jagd, um was Hermo zu machen. Die Hosen sind voll mit paar Hennes, die Flaschen, Stockstab. Nice, geil. An der Kasse. Mit... Ah, ist nice. Stehen, Alter, bloß nicht zu viel bewegen. Darf nix wittern, darf nix hören, man darf nix sehen. Nice. Das ist nice. Ey, Bro, das Feeling kenne ich so, ne? Gerade nicht mit Alkohol oder sowas, aber wenn du irgendwas mitgehen lassen willst, also Real Talk mal, wenn du irgendwas mitgehen lassen willst, so bloß nix, wenn es auch kam, wo es auch keine Beeper gab, so, also dieses Beep, 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 ne? Wenn du gerade durchlaufen willst oder sowas am Ende, am Aus- und Eingang so, wenn es nicht gab, Digga, hast du Jackpot gehabt. Einfach nichts anmerken lassen, einfach stramm stehen bleiben irgendwo. Nicht unbedingt sie direkt angucken, aber irgendwo halt ganz normal verhalten. So. Die Socken, die Jungs auf der Jagd, um was Hermo zu machen. Die Hosen sind voll mit paar Hennes, die Flaschen stocksteif an der Kasse stehen. Alter, bloß nicht zu viel bewegen. Darf nice. Nichts wittern, darf nichts hören, man darf nichts sehen. Am Bibercamp wartet der Bruce, gib ihm die Sachen. Er geht zum Kiosk, verkauft die Flaschen. Sagt von seinem Vater, Pader aufs Nacken. Zwei Hunis Bar und eine Tüte zum Naschen. Zwei Hunis Bar und eine Tüte zum Naschen. Es ist ey, Bro, guck mal, raptechnisch brauche ich, glaub, gar nicht sagen, oder? Rap-technisch brauche ich überhaupt nichts sagen. So, ne? Aber generell gemischt und gemastert, super nice. Ich glaube, das macht alles spoofy, oder? Das mischt, er mischt oder mastert nicht, glaube ich, ne? Glaube ich nicht, ich weiß es nicht. Andy Cold Philip, auch wie er das erzählt, ne? Andy Cold Philip, so. Andy Cold Philip, klärt was zu dampfen. Oli Cold Chichi, klärt ein paar Tacken. Kevin Cold Abend, klärt was zu napsen. Ja, wir bereiten uns vor den Abend. Da merkt man auch so, wie krass es damals alles war, ne? Dieser Zusammenhalt in dieser Clique, so, obwohl da halt wirklich auch viel dann konsumiert worden ist, ne? Logischerweise. Aber wie der Zusammenhalt trotzdem da war, trotz diesem exzessiven Drogenkonsum, sagen wir mal so. Friendo, so war's. Mi Friendo, so war's. Wir bereiten uns vor für den Abend, mi Friendo, so war's. Es ist so lange. Ich finde, man kriegt so ein bisschen Flashbacks an seine eigene Kindheit, sag ich. Manchmal blutet mir mein Herz. Doch ich kann nicht mehr mit euch sein, denn die Scheiße holt mich ein. Baby, baby. Es ist so lange her. Ey, das ist eine schöne Hook. Manchmal blutet mir mein Herz. Doch ich kann nicht mehr mit euch sein, denn die Scheiße holt mich ein. Baby, baby. Es ist so lang her. Manchmal blutet mir mein Herz. Also so ein Vocoder-Effekt oder so drauf. Es ist so lang her. Auch voll räumlich auf einmal. Manchmal blutet mir mein Herz. Ey, es ist schon ein bisschen. Überleg mal, 2007, Digga. Hey, ja. Okay, ich wünsche euch einen schönen Abend. Kommt zu nach Hause und schlaft schön, ne? Du kannst auch gern jahrelang selber rausfinden, wie man erfolgreich Texte schreibt. Tracks produziert, mixed und released. Oder du nimmst die Abkürzung, ne? Ey, Rap Tutorial könnt ihr gerne mal auschecken, ne? Supporters come out. Das war Jay Jiggy mit lange Hair, hat mir sehr gut gefallen. So ein bisschen was Deeperes, schönen Einblick bekommen. Geiles Ding, wirklich. Das war die Reaktion drauf. Ich küsse euer Herz. Peace.